Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir begeben uns jetzt mal an dem Ritter vorbei, den ersten Level. Jetzt hast du die Karte, jetzt bist du bereit. Du bist jetzt bereit. Wenn du den grünen Diamanten gefunden hast und das Böse besiegt wurde, dann geh zurück zur Stadt. Nichts leichter als das. Nun lass mich diese Tür für dich öffnen. Emba Sakelum. Da oben liegt was Blaues. Kommen wir aber nicht hoch. Da brauchen wir bestimmt diesen grünen Edelstein für. Oder Zauber oder was das genau auch immer sein mag. Hier unten kommen wir nicht weiter, oder? Nee. War das der grüne Stein, den wir brauchen? Oder haben wollen? Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Dass das runterfällt. Ein Schlüssel. Können wir damit die Tür aufschließen? Mal schauen. Ja. Ah. Die Frage ist jetzt nur, wollen wir auf der Seite schon runter oder wären wir damit rechts weitergekommen? Ich weiß es nicht. Wow. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Speicherpunkt. Ah, das zeigt uns schon mal, wie, glaube ich, ja, was ist das denn genau? Zauberstab, Diamant, Diamant-Zauberstab funktioniert. Können wir den nämlich da hinschieben? Dann werden wir von dem Feuer nicht getroffen. Von dem Feuerball. Wenigstens dauert das ein bisschen. Haben wir ein bisschen Zeit zum Springen in der Luft. Was ist hier? Ja, da bin ich jetzt. Wollte ich eigentlich hinspringen? Ja, müsste eigentlich so funktionieren, oder? Können wir nämlich da drauf springen, landen nicht auf den Stacheln. Ah, wie ist das hier? Gute Frage. Nächste Frage. Was ist das? Stella! Nein! Hallo! Nein! Bitte! Okay. Schalter für so eine Plattform. Ah, wir sind gleich schon, oder ich bin gleich schon tot. Wieder Speicherpunkt. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, wir sind hier jetzt wieder am. Ich schau mal eben. Ah, das ist quasi eine Abkürzung. Jetzt haben wir zum, also wieder volle Lebensenergie. Wow. Dann mal hier die Leiter runtergehen.
Ich würde gerne erstmal links schauen. Da oben ist ein Schlüssel, den will ich definitiv haben. Uiuiuiuiui. Nein! Verdammt. Also die Idee dahinter, Mechanik, von der Mechanik her ist das schon sehr interessant. So. Wow. Und mit dem Schlüssel können wir jetzt genau was machen? Die Tür öffnen. Ja, Tür öffnen war schon klar, aber halt die Frage, welche? Du schießt aber ganz schön genau. Da komme ich nicht hoch. Ja, dann lassen wir das mal. Wie soll das denn funktionieren? War das jetzt so richtig? Ah, jetzt ausgerechnet beim Gegner, der mehr als einen Treffer aushält. Ah. Zum Glück sind die Plattformen hier noch da. Würde ich fast mal sagen. Wo waren wir denn noch nicht auf der rechten Seite? Aber klappt das denn? Ah ja, gerade so. Euch lasse ich da jetzt mal stehen. Ich laufe jetzt einfach mal. Nein, laufe ich nicht, weil es geht nicht. dann halt nicht. Dann halt nicht. Irgendwie wird man da drankommen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie. Das heißt, wir können jetzt nur noch hier entweder links wieder rausgehen und oben rum zurück oder halt hier runter. Na, ich habe schon wieder vergessen. Links fahren wir schon. Ja, da brauchen wir auch noch nicht mehr hin, weil da war nur der Schlüssel. Da oben war der olle Fisch. Hier kommt man echt anders nicht vorbei, oder? Nee, also, da bin ich jetzt überfragt. Müssen wir ein bisschen aufpassen, nur noch ein Lebenspunkt. Mal vorsichtig, was bist du? Du bist der grüne Stein. Du hast den grünen Edelstein gefunden. Er leuchtet in einem mysteriösen Licht. Platzierst ihn auf deinem Stab und er passt perfekt. Jetzt kannst du nach oben drücken und hochdrücken und Angriff drücken, um mit Edelsteine blocken zu. Moment. Kannst nach oben drücken und Angriff drücken, um einen Edelstein zu erschaffen, der blockt. Jedes Mal, wenn du einen Block erschaffst, wird dazu Magie benutzt, so dass du warten musst,
dass sich deine Magieleiste wieder auffüllt, bevor du wieder einen neuen erschaffen kannst. Ja, das ist doch nach oben und Angriff. Ah. Ah. Es geht doch. Hier kommen wir, müssen wir mal. Moment. So, dann kommen wir auch da hoch. Aber das macht er nicht, wenn er ganz an der Seite steht. Dann hier lang und da hoch. Ah, okay, das war ein Timing aus der Hölle. Ach ja. Dann halt noch mal hier runter. Rechts war ja, links war ja nichts. Dann können wir gleich hier rechts lang. Dann kommen wir jetzt auch. Moment. Wow. Wow. Wieso kannst du durch. Ja, und ich springe natürlich genau. Wieso kann der da durchschießen? Das ist doch total unfair. Mann. Aber wir behalten das zumindest. Upp. So. Der Fisch kann mal bleiben. Kann mal da oben bleiben, interessiert mich nicht. Aber wie können wir das hier? Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie mit dem Block besser zu lösen? Ich wüsste jetzt vielleicht nicht ganz so hoch springen, aber nee. Das springt schon minimal so hoch. Ja, du bleib mal, wo der. Ah. Können wir wegschieben. Okay. Haben wir irgendwo. Wo ist denn. Wo können wir denn jetzt, wo müssen wir denn jetzt hin? Dann hätten wir noch das hier. Genau, da bin ich ja vorhin gestorben. Eben wegen der niedrigen Lebensenergie. Ja, wenn wir da lang wollen, dann müssen wir auch. Ups. Oben lang. So. Ja, da müssten wir da jetzt drauf kommen. Das war schon wieder Millimeterarbeit. Wow. Wow. Ja. Ganz vorsichtig. Wow. So. Ah, endlich wieder ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. Yay. Und. Der kommt gerade rechtzeitig, weil dann kann ich die Folge nämlich beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen.
Ich freue mich riesig über einen Kommentar von euch und wenn ihr der Folge einen Daumen nach oben gebt. Ich finde, das Spiel hat sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und bis bald!